So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin heute mal wieder am Hockenheimring und eigentlich ganz untypisch für mich, man sieht es hier im Hintergrund, bin ich hier mit Ducati. Es wird noch ein zweites Video geben, in dem ich einige von diesen schönen Ducatis, die hier hinten aufgereiht sind, fahren werde auf dem Hockenheimring und ich bin schon sehr gespannt. Das Video verlinke ich euch hier oben mal, sobald es online ist. Aber ich habe natürlich auch meine Honda mitgenommen, weil ich habe ein neues Fahrwerk. Und wie das funktioniert, da bin ich schon gespannt drauf und das schauen wir uns jetzt mal an. So, und zwar habe ich nämlich ja bei der CBR jetzt mein neues Fahrwerk drin. Und zwar von WP das Ganze, vorne ein neues Cartridge, man sieht ja schöne Aufkleber. Alles voll einstellbar natürlich. Und hinten habe ich, man sieht es hier wunderschön, ein neues Federbein. Und natürlich auch jetzt voll einstellbar. Das Originale von der CBR war ja gar nicht einstellbar und natürlich vom, ich sag mal, Gütelevel ist das jetzt was ganz anderes mit dem Federbein und mit dem Cartridge hier vorne. Ich bin schon echt extrem gespannt, was das für einen Unterschied macht zum originalen Fahrwerk. Ich bin jetzt in Rijeka ja nochmal originales Fahrwerk gefahren, hier dann jetzt mit dem BP-Fahrwerk und jetzt habe ich auch noch einen anderen Lenker drauf, den habe ich mir mal gegönnt. Der ist deutlich breiter und verstellbar, was der Originale nämlich nicht ist. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen schreien und ich sage euch, ich freue mich einfach drauf, das jetzt gleich auszuprobieren. Wir werden sehr viel Spaß haben. Und übrigens, im Filmen wird es hier mal wieder ein bisschen schwierig. Ich darf nämlich nur am Motorrad filmen, nicht am Helm. Das heißt, ja, wir schauen mal, was wir draus machen, ne? Jetzt geht's erstmal los. When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light. Live und in Farbe und natürlich der gut durchnässte Slatti ist zurück von der ersten Fahrt mit dem WP-Fahrwerk und ich muss sagen, der Unterschied ist schon merklich. Vor allem merkst du, das Fahrwerk ist deutlich feinfühliger, so spürst viel mehr und was ich jetzt vorher öfter hatte, dadurch, dass ich keine Anti-Hopping-Kupplung drin habe, dass die beim Anbremsen auf die Kurve hinten ein bisschen hoppelt und jetzt, ich glaube, dadurch, dass das Fahrwerk vorne besser anspricht, ist er auch hinten einfach deutlich entspannter, weil sie, denke ich, auch nicht so in die Luft kommt hinten, sondern einfach insgesamt satter sitzt. Und dadurch habe ich das Problem deutlich weniger. Also insgesamt, ja, mehr Feinfühligkeit, mehr Stabilität. Also ich bin wirklich happy. Und was ich auch sagen muss, die neuen Lenker, die ich mir drauf gemacht habe, sind richtig, richtig geil. Also das breitere vorne, das bringt auch richtig viel, weil du einfach mehr Hebelwirkung hast und doch mehr Kontrolle. Und du sitzt deutlich entspannter auf dem Motorrad, vor allem wenn du eine schöne Körperhaltung fährst. Ich bin jetzt gerade auch das erste Mal überhaupt in der Sachskurve auf dem Ellenbogen. Das habe ich vorher nie gemacht. Jetzt war das wirklich nur Arm ein bisschen rausstrecken und dann war es da. Daran merkt man halt schon, wie viel besser ich jetzt sitze mit den anderen Lenkern. Und ich denke auch, wie viel mehr Vertrauen das Fahrwerk gibt. Also insgesamt vom ersten Turn kann ich schon mal sagen, wirklich gut. Ich habe jetzt am Luftdruck vom Reifen noch mal ein bisschen rumgespielt. Der war noch ein bisschen hoch. Deshalb hatte ich hinten mit ein paar Slides, aber alles top. Und ja, also muss ich echt sagen, geil. Jetzt wird erstmal ein bisschen Ducati gefahren. Das Video könnt ihr euch auf jeden Fall irgendwo hier oben mal anschauen. Das habe ich euch verlinkt. Und später fahre ich noch eine Runde und dann schauen wir mal, wie es da läuft. We'll be right back.
geil ist das bitte? Zwischen diesen ganzen Ducatis eine CWR. Und ich muss sagen, ich könnte nicht glücklicher sein. Also, als VP auf mich zukam und gemeint hat, hey, Slutty, wir haben hier ein geiles Fahrwerk, das wird zu deiner Rennmaschine passen, dann war ich erstmal so am Überlegen, okay, neues Fahrwerk, ist mit Arbeit verbunden, klar, der Einbau sowieso, wobei das beim WP-Händler wirklich dann super geklappt hat, aber es sind natürlich auch Einstellungssachen, also Einstellungsmöglichkeiten, und die muss man ja auch nutzen. Jetzt habe ich mir von dem ersten Rennstrecken-Event, mit dem Fahrwerk echt nicht viel erhofft, weil ich dachte, okay, das ist jetzt ein Grundsetup, und ob das so gut funktioniert, wer weiß. Und alle meine Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Und ab Runde 1 bin ich wirklich extrem happy. Natürlich kann ich jetzt hier und werde ich jetzt hier ganz viel einstellen, um es noch besser zu machen. Aber schon das Grundsetup gibt eine Souveränität und eine Entspanntheit diesem Motorrad. Das hat mich wirklich sehr, 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 sehr beeindruckt. Also ich bin wirklich ohne viele Erwartungen an die Sache rangegangen, einfach weil ich keine Erfahrung habe mit Fahrwerksumbauten. Die ersten Fahrwerksumbauten, die ich hatte, war mit der Red Z. Da war es natürlich ein großer Umbau und deshalb auch ein großer Unterschied. Aber hier ist das wirklich nochmal ein anderes Thema. Und ja, ich wurde jetzt dann auf Instagram echt viel gefragt, woran merkt man denn dieses andere Fahrwerk oder was bringt mir das denn? Und ich sag's euch, wie es ist, in allererster Linie bringt euch ein anderes Fahrwerk oder ein besseres Fahrwerk einfach mehr Vertrauen zum Motorrad, weil man alles spürt oder alles mehr spürt und du merkst, das ganze Fahrwerk ist feinfühliger. Du merkst, es ist mehr Stabilität im Motorrad. Ein Pumpen des Hinterrad oder so, gibt's nicht mehr. Du bist so viel entspannter auf dem Motorrad, und das habe ich wirklich ab Runde 1 gemerkt. Und das hat mich schon echt beeindruckt. Ich werde auf jeden Fall noch mehr einstellen und noch mehr nachjustieren, aber ich will erstmal damit Kilometer fahren, erstmal Erfahrung sammeln, um zu wissen, was bringt das denn dann, wenn ich was verstelle auch, damit ich ein bisschen mehr in die Materie reinkomme. Ja, ich kann jetzt aber schon mal sagen, genial, absolut genial. Was als nächstes kommen muss, sind auf jeden Fall noch andere Rasten, dass ich ein noch besseres Gefühl fürs Motorrad kriege und ja, meine Sitzposition einfach noch besser wird. Aber ich muss echt sagen, ich bin total happy. Jetzt war ich ja auch vorhin mit dem Instruktor nochmal draußen und das ist ja eine Ducati-Veranstaltung hier. Und ich habe echt viele Ducatis verblasen und es ist natürlich schön, mit so einem kleinen Motorrad wirklich flott zu sein. Und ja, das zeigt mir auch mal wieder, dass aktuell 600er für mich noch das absolut Richtige ist, weil ich kann die wirklich richtig schön benutzen, das Motorrad voll ausquetschen. Und jetzt ist das Motorrad mit dem neuen Fahrwerk wieder besser als ich. Und jetzt kann ich wirklich noch mehr da rausholen und kann mich steigern. Und das Motorrad, schenkt mir auf jeden Fall das Vertrauen, was ich brauche, um mich noch mehr zu steigern. Also ich bin wirklich extrem happy. Ich bin vorhin vom Motorrad abgestiegen und ich habe einfach nur gegrinst und war einfach nur überglücklich, dass das echt so gut funktioniert. Ja, ich habe jetzt übrigens mittlerweile auch andere Bremsflüssigkeit wieder, weil im letzten Video in Most haben ein paar Leute geschrieben, dem vorletzten haben ein paar Leute geschrieben, 5.1, da bringt nichts. Ich habe jetzt RBF 660 von Motul. Besser, besser, besser. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, wenn ihr das Video mit Ducati noch nicht gesehen habt, dann schaut mal hier oben rechts. Ich verlinke es euch mal. Ich bin ganz schöne dicke Schiffe gefahren. Aber das ist einfach Heimat. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Bis dann. Ciao.